Heute in Nano. Faszination Sonnenfinsternis, wie der Mond unseren Stern verdeckt. Gläserner Bürger, wie Unternehmen mit unseren Daten Geld verdienen. Und kostbares Trinkwasser, wie knapp es in vielen Ländern heute schon ist. Und damit herzlich willkommen bei Nano. Das war doch großartig heute, zu erleben, wie Himmelsmechanik abläuft, wie die Physik auf die Sekunde genau vorausberechnen kann, wann sich der Mond vor die Sonne schiebt. Da fühlt man sich aufgehoben. Auf die Naturgesetze ist Verlass. Gut, das haben wir nicht anders erwartet. Spannender war die Frage, ob auf die Stromversorgung Verlass ist. Die maximale Dramatisierung im Vorfeld, es drohe ein Blackout bei diesem faszinierenden Spektakel. Der Mond verdeckt die Sonne über Europa. Und Millionen Menschen schauen zu. Die partielle Sonnenfinsternis. Ein Massenspektakel. Alle wollen miterleben, was im Kosmos passiert. In Deutschland verdeckt der Mond die Sonne bis zu 80%. Im Norden Europas knipst der Mond das Licht sogar komplett aus. Auf den Färöer Inseln und in Spitzbergen. Die irdische Sonnenfinsternis, ein Phänomen, das die Menschen seit jeher fasziniert. Der Mond schiebt sich von der Erde aus gesehen vor die Sonne. Dann wandert sein Schatten über die Erde hinweg und macht den Tag zur Nacht. Den Betreibern der großen Stromautobahnen fiel nach der Sonnenfinsternis wohl ein Stein vom Herzen. Innerhalb kürzester Zeit musste das Stromnetz nämlich eine gewaltige Solarstromab- und Wiederzunahme verkraften. Das tat es reibungslos, hieß es aus der Branche. Eine ähnlich deutliche partielle Sonnenfinsternis wird es hierzulande übrigens erst wieder 2026 geben. Die nächste totale Sonnenfinsternis steht in Deutschland 2081 an. Die schönsten Bilder und die schönsten Momente bei uns. Schicken Sie uns Ihr bestes Sophie-Foto per Mail oder auch per Facebook. Ja, apropos Facebook, wenn früher die Globalisierung für alles Gute und Schlechte auf dieser Welt verantwortlich gemacht wurde, dann ist es heute die Digitalisierung. Und nicht zuletzt bei Facebook wurde uns bewusst, dass diese großartige Kommunikationsplattform ja nur das Vehikel ist, um Geschäfte mit unseren Daten zu machen. Die Cebit geht heute zu Ende. Ralf Benz hat sich umgehört, wie Daten zu Geld gemacht werden. Ach ja, meine geliebte Cebit, mein Nordwana, wie hast du dich verändert? Früher bin ich über die Cebit gestreift, habe Gleichgesinnte getroffen und brandneue Hardware inspiziert, eben was die Nordseele so braucht. Nun ist die Cebit ja zur Businessmesse geworden. Anzugträger treffen sich zum Stell-Dich-Ein, um auszuchecken, wie man mit Daten Geld verdient, vor allem mit unseren. Willkommen in der Welt der digitalen Wirtschaft oder auch The Economy. Ich sehe viele kuriose Dinge auf der Cebit. Smarte Automobile, die mit der Cloud verbunden sind, damit ich zum Beispiel das Licht in meiner Wohnung ein- und ausschalten kann. Oder digitale Socken für 100 Dollar, die mit dem Internet verbunden sind und mir sagen, ob ich Plattfüße habe oder nicht. Und wehe, die vernetzte Waschmaschine frisst den Hightech-Socken. Die tragbaren Messinstrumente, neudeutsch Wearables, erleben einen ungeheuren Boom. Der ein oder andere Sensor ist sicher ganz nützlich, zum Beispiel für sportliche Grobmotoriker wie mich. Angesichts der Selbstvermessermanie muss man dann aber schon mal die Frage nach den digitalen Nebenwirkungen stellen. Oder was meinen Sie, Herr Kollege? Ja, das funktioniert so ähnlich wie das berühmte Schnäppchenbit im Kopf. Das ist ja auch bei Sonderangeboten, macht es ja auch Klick im Kopf und dann haben wollen. Und das Ähnliche ist das bei den Wearables bei vielen Leuten auch. Die sagen halt, ich will das jetzt haben, ich möchte jetzt unbedingt mit meinen Kumpels sehen, wer hat die meisten Schritte am Tag gemacht. Dieser Wettbewerb, der ist so spannend, dass man überhaupt nicht mehr darüber nachdenkt, wo die Daten sonst noch landen können. Ob gewollt oder nicht, wir sind alle Datenpakete auf zwei Beinen und der globale Datensammeltrieb ist gewaltig. Deswegen ist ja das Buzzword der Cebit Big Data. Intelligente Analyse von Daten, zum Beispiel der Laufwege von Fußballern,
kann helfen, zum Fußball-Weltmeister zu werden. Das nützt der Yogi auch für die Analyse. Genau, richtig. Okay. War bei der WM schon. Yes. Okay. Wer vor allem das Big Data-Ding im Auge haben muss, sind die Industrienationen. Irgendwo auf dieser Welt sitzt einer, der sich was ausdenkt. Und schwupps werden die Datenpakete über das Internet irgendwo hingeschickt und in ein reales Ding umgesetzt. Wie hier diese Kunstinstallation. Gerade die Technologie der 3D-Drucker, die Daten on-demand in Produkte aller Art umsetzen können, wird den Weltmarkt ordentlich umkrempeln, sagen Fachleute. Es ist definitiv so, dass deutsche Unternehmen dann ins Hintertreffen geraten, wenn sie sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen. Genau, also es gibt ganz konkrete Anlässe. Das heißt, entweder jemand anderes kann günstiger produzieren, er kann vielleicht schneller Kundenbedürfnisse befriedigen. Wir haben einen Trend in der Industrie, dass wir zum einen vielleicht so die Losgrößen reduzieren. Wir wollen eigentlich Kunden individueller produzieren. Das kann aber nur auf Basis von Daten passieren. Auf der anderen Seite haben wir die Dezentralisierung. Das heißt, in einigen Jahren sind 3D-Drucker absolut normal verbreitet. Das heißt, wir haben eine Dezentralisierung und auch wieder da geht es auf Basis von Informationen. Ja. Und letztendlich geht es immer um diese Frage, wie kann ich letztendlich durch Daten da den Vorteil mehr erarbeiten. Und wenn ich es nicht mache, machen es andere. Wie man zum Beispiel Daten zu einem riesigen Vorteil nutzen kann, zeigt ein Pilotprojekt für erneuerbare Energieproduzenten in den USA. 1600 ganz speziell entwickelte Kamerasysteme wurden neben Sonnenkollektoren installiert. Die Bilddaten aller Kameras werden in Echtzeit analysiert und erlauben eine Wettervorhersage mit einer Genauigkeit von 97%, 48 Stunden im Voraus. Das erlaubt ein sehr genaues Energiemanagement und man kann sogar den Kunden sekündlich über günstige Tarife informieren. Wir haben zusätzlich eine Social-Media-Anbindung über Twitter realisiert, in der ich Überkapazitäten, die ich immer noch habe, an meine Kunden weitergeben kann und somit für Überkapazitäten sehr schnell lokale Nachfrage erzeugen kann. Ich bin gespannt, wann ich von meinem Energieversorger eine Twitter-Nachricht bekomme mit der Nachricht, hey, die nächsten 2 Stunden ist der Strom gerade günstig. Dann könnte ich mir mein autonom fahrendes Fahrzeug aufladen, was ich noch nicht besitze. Ah. Haben will. Übrigens, für mich persönlich gab es auf dieser CeBIT einen ganz besonderen Moment, der vieles, wenn nicht sogar alles, verblassen lässt. Der Moment, in dem Whistleblower Edward Snowden für einen Business Live Talk live aus Moskau zugeschaltet wurde. Er führte und führt uns die Schattenseiten von staatlicher Datensammelwut bemerkenswert vor Augen. Ich glaube, er trägt keine Smartwatch, kein Wearable, vielleicht noch nicht mal ein Smartphone, weil er genau weiß, wer uns belauscht. So, mein ganz persönlicher CeBIT-Rundgang ist beendet. Mein Fazit, Businessmesse schön und gut, aber im nächsten Jahr könnte die CeBIT wieder etwas mehr Hardware und spannende Gadgets zeigen, was mein Nerdherz wieder höher schlagen lässt. Snowden ohne Smartphone. Wollten Sie verzichten? Glauben Sie, wir haben eine Chance, uns der allgemeinen Datensammelwut zu entziehen? Ich glaube, es ist schwierig. Manche Mitarbeiter, zum Beispiel von Amazon, werden ja schon mit Bewegungssensoren ausgestattet, die kontrollieren, ob sie auch schnell genug arbeiten. Ja, und viele geben ihre Daten sogar freiwillig her. Selbstverzweckung nennen das die Soziologen. Man lässt sich überwachen und bekommt dafür manchmal eine finanzielle Belohnung. Etwa bei Krankenversicherungen, die per App einen Health Score, also einen Gesundheitswert, errechnen. Dieses Geschäftsmodell könnte unsere Solidargemeinschaft aushebeln, die ja gerade davon lebt, dass wir nicht vorschreiben, wie jemand zu leben hat und welche Risiken er eingehen darf. Sie laufen fast jeden Tag. Einen Begleiter haben die Teilnehmer vom Lauftreff Alster in Hamburg immer dabei, das Smartphone. Die schnellste Runde oder die neueste Laufstrecke, die eigene Fitness überprüfen und Bestmarken setzen. Apps als Motivator, das funktioniert. Aber Vorsicht, manche Anbieter sammeln auch diese Daten. Wenn man sich so ein bisschen mit dem Markt beschäftigt, man weiß, Daten sind eben halt ein ganz wichtiges Potenzial für die Zukunft. Ich hätte kein richtig gutes Gefühl, diese ganzen Daten da auf einer Plattform stehen zu haben. Wenn ich selber den Einfluss nicht mehr habe, sondern die Gerätschaften selber machen, da hört es für mich auf, da würde ich diese App dann nicht mehr weiter nutzen. Wie groß muss die Verlockung sein, alle diese Vitaldaten abzugreifen, die Sportler also komplett zu überwachen?
Krankenkassen zum Beispiel könnten mit diesen Werten Tarife anpassen. Die Aktiven werden belohnt, wer nicht mitmacht, bleibt auf der Strecke. In den USA, in England und Südafrika gibt es bereits interaktive Krankenkassenmodelle. Hinter dem Vitality-Tarif steckt in allen Ländern das gleiche Prinzip. Wer aktiv den Fitnessvorgaben folgt, sammelt Bonuspunkte. Für die gibt es dann Rabatte und Prämien und die stetige Rückmeldung, sich jünger zu fühlen. Praktisch, die Versicherten geben in diesem Tarif alle Daten freiwillig preis. Markus Randstadt hat im Ausland bereits Erfahrungen gemacht mit der Datensammelwut eines Krankenversicherers. Der Mann aus Wien möchte nicht erkannt werden. Sein Arbeitgeber hatte ihn in den USA versichern wollen. Allerdings kam Randstadt in einen deutlich teureren Tarif als seine Kollegen. Da ich nicht auf den sozialen Medien aktiv bin, hat die Krankenkasse mir durch die Blume bzw. hinten herum gesagt, sie können nicht überprüfen, ob ich nicht irgendwelche gefährlichen Sportarten betreibe, die sich negativ auf meine Gesundheit auswirken. Das kann es doch bitte nicht geben. Nur weil ich nicht auf Facebook bin, zahle ich mehr? Ist das deren Ernst? Und mir wurde dann eben gesagt, ja, das ist üblich. Markus Randstadt hat sich umgehört in den USA. Dort geben die Kollegen nach seiner Aussage alle Daten von Apps, intelligenten Armbändern und den sozialen Netzwerken freiwillig an den Krankenversicherer weiter. Doch damit nicht genug. Es gibt inzwischen auf dem Markt Toiletten, die die Harnsäurewerte lesen und auslesen und übermitteln können. Man kann damit die Arbeitnehmer überwachen, Schwangerschaften frühzeitig erkennen, bevor es die Arbeitnehmerin überhaupt weiß, und dann noch kündigen, bevor irgendwelche arbeitsrechtlichen Schutzmaßnahmen greifen. Also der gläserne Arbeitnehmer ist da und die meisten tun es freiwillig, indem sie eben die Smartphone-Tracker benutzen und brav mit Daten füttern. Das weckt Begehrlichkeiten, auch hierzulande. Die Generali-Versicherung denkt zwar laut über einen Vitaltarif nach, ein Interview dazu bekommen wir aber nicht. Erste Versuche von Barmer GEK und AOK Nordost sind in den App-Stores verfügbar. Beide Krankenkassen fordern aber keine Daten ein. Für Experten ist klar, interaktive Tarife kommen. Zuerst bei den privaten Kassen. Im Moment ist es so, dass man, wenn ich eine private Krankenversicherung abschließe, einmalig zum Gesundheitscheck, dort zum Arzt muss. Und je nach Ausfall dieses Gesundheitschecks richtet sich dann auch die Höhe meiner Prämie, die ich zu zahlen habe. Wenn jetzt aber die Versicherer selbst und nicht eben über eine ärztliche Untersuchung diese Daten haben, liegt natürlich die Versuchung sehr nahe, ja, diese Daten auch selbst dann zu nutzen, um eventuell Einfluss auf die Prämienhöhe zu nehmen. Bedenkt man die Datensammelwut vieler Online-Portale, ist das noch harmlos. Noch. Medical School Hamburg. Hier lernen angehende Manager im Gesundheitswesen zum Beispiel, wer in der gesetzlichen Kasse wie viel zahlt, richtet sich nach dem Einkommen. Aber könnte auch die Fitness als Maßstab dienen? Wenn Sie nur an Gewinn denken und an Unternehmen, an Krankenkassen oder auch daran, lohnt es sich, sich gesund zu verhalten oder nicht, dann können Sie natürlich, dadurch, dass Sie starke wirtschaftliche Anreize schaffen, da auch letztendlich agieren und vielleicht ihre Gewinnmöglichkeiten als Kasse verbessern, ihre Kosten senken, was Patienten angeht. Zumindest theoretisch ist das durchaus denkbar. Aber konform mit den Werten, die wir im Gesundheitswesen haben, ist es sicherlich nicht. Interaktive Fitness-Apps gibt es viele. Die meisten speichern die Ergebnisse, auch von den Teilnehmern des Alster-Lauftreffs in Hamburg, auf Servern irgendwo in der kaum mehr durchschaubaren Datenwolke. Würden denn die ansonsten so technikbegeisterten Läufer diese Daten auch an ihre Krankenkasse weitergeben, vielleicht um Geld zu sparen? Also irgendwie muss man versuchen, sich dem ganzen Thema zu nähern. Und häufig ist es der Geldbeutel, sprich über ein gewisses Anreizsystem kann man vielleicht eine gewisse Masse an Menschen bewegen, etwas für ihre eigene Gesundheit zu tun. Eines aber wäre mit solchen interaktiven Kassentarifen klar. Auf der Strecke bleiben die, die solche Technik ablehnen oder die aus anderen Gründen sportlich einfach nicht mithalten können. Ja, das ist das Problem. Wir steuern auf eine Welt zu, in der Transparenz belohnt wird. Wer sich nackig macht und seine Daten preisgibt, der ist dabei. Und wer das nicht tut, wird bestraft mit höheren Prämien oder noch schlimmer, der macht sich verdächtig und verliert seinen Zugang zum gesellschaftlichen Leben. Die Politik sollte aufwachen und das verhindern. Hatten Sie auch schon die ersten Erdbeeren auf dem Tisch? Leuchtend rot und saftig. Ein großer Teil davon stammt aus Spanien, wo die Pflanzen in Gewächshäusern gezogen werden. Mit viel künstlicher Bewässerung.
Auch wenn wir hierzulande kein Wasserproblem haben, auf diese Weise exportieren wir es in andere Länder. Heute wurde der UNESCO-Weltwasserbericht veröffentlicht. Kilometerweit laufen für ein paar Tropfen Trinkwasser. Was in vielen afrikanischen Ländern Alltag ist, ist in der westlichen Welt kaum vorstellbar. Doch was wäre, wenn das Wasser knapp wird und der Wasserhahn versiegt? Würden wir unseren Kindern dieses Wasser zu trinken geben? Egal ob in Afrika, Asien oder Europa, Wasser verbindet uns. Wir alle brauchen es, um zu überleben. Doch die Grundwasservorräte sind in vielen Teilen der Welt stark übernutzt und rückläufig. Ein Problem, das sich in den nächsten Jahrzehnten weiter verschärfen wird. Das Trinkwasser auf der Erde wird knapp. Das prognostiziert der heute veröffentlichte Weltwasserbericht der Vereinten Nationen. Intensive Landwirtschaft in trockenen Gebieten verbraucht zu viel Wasser. Steigende Temperaturen aufgrund des Klimawandels senken den Grundwasserspiegel in vielen Regionen schon heute. Doch immer mehr Menschen brauchen immer mehr Wasser. Der Blick in die Zukunft ist besorgniserregend. Im Jahr 2050, wenn 9,7 Milliarden Menschen auf der Erde leben, brauchen wir alle zusammen 55% mehr Wasser als heute. Im Jahr 2050 muss die Landwirtschaft weltweit 60% mehr produzieren. In den Entwicklungsländern sogar 100% mehr Ertrag bringen, um Milliarden Menschen zu ernähren. Mehr Menschen wollen mehr essen, mehr konsumieren, brauchen mehr Energie. Der Wasserbedarf der Industrie wird stark steigen. Vom Jahr 2000 bis 2050 braucht die Industrie 400% mehr Wasser. Mehr als in allen anderen Bereichen, so die Prognose. Wer bekommt wie viel Wasser und wofür? Und wer entscheidet das? Diese Fragen werden in Zukunft für Konflikte sorgen. Denn der Verteilungskampf ums Trinkwasser hat gerade erst begonnen. Ja, auch in den USA. Im vierten Jahr in Folge herrscht in Kalifornien eine Rekorddürre. 17.000 Menschen haben bereits ihren Arbeitsplatz in der Landwirtschaft verloren. An manchen Stellen bricht schon der Boden ein, weil das Grundwasser darunter verschwindet. Ein Wasserexperte der NASA schätzt, dass Kalifornien nur noch einen Wasservorrat für ein Jahr hat. Das heißt, die Wasserspeicher und Stauseen sind fast leer. Die Menschen sind in Not. Wie Sie sehen, kein einziger Tropfen Wasser kommt hier aus dem Hahn. Und das seit fast 7 Monaten nicht mehr. Angelica Beltran kann den Abwasch nur machen, wenn noch genügend Wasser in den Kanistern übrig ist. Für die Toilettenspülung sammelt ihr Mann Macario das Kondenswasser aus der Klimaanlage. Und die 6-jährige Tochter Abigail hat sich daran gewöhnen müssen, dass es zu Hause duschen nur noch so gibt. Denn das Haus der 4-köpfigen Familie ist auf einen Brunnen im Garten angewiesen. Nicht unüblich im ländlichen Kalifornien. Normalerweise reicht der Brunnen völlig aus, doch er ist versiegt. Es gibt Momente, wenn ich allein bin, da hoffe ich nur noch, dass der Tag zu Ende geht. Wie lange kann das so weitergehen? Die Beltrans sind auf diese öffentliche Pumpstation angewiesen. Die örtliche Feuerwehr hat sie aufgestellt. Macario kommt mindestens 2-mal die Woche hierher. Insgesamt sind etwa 500 Familien betroffen. In einem so großen, so führenden Land wie den USA in so einer Katastrophe zu leben, das ist schon ziemlich hart. Seit 3 Jahren leidet Kalifornien nun schon unter der Dürre. Verschärft hat die Situation ein besonders regen- und schneearmer Winter. Auch Donna Johnson konnte lange nicht glauben, unter welchen Bedingungen Menschen in ihrer Nachbarschaft nun leben. Aber sie wollte nicht tatenlos zusehen und begann, Spenden zu sammeln. Mehrmals die Woche liefert die 72-Jährige jetzt Trinkwasser an Bedürftige. Diese 94-Jährige kann es sich nicht leisten, den Brunnen in ihrem Garten tiefer bohren zu lassen. Ohne Donnas Lieferungen wüsste sie momentan nicht weiter. Na, wie geht's dir? Gut, jetzt, wo ich wieder Wasser habe.
Donners Hilfe spricht sich rum. Vor dem Haus der Rentnerin wird sie von einer Autofahrerin angehalten. Ob sie ihr nicht auch eine Palette nach Hause bringen könnte? Die Wasserkrise hat die Gemeinde zusammenrücken lassen. Auch wenn Donna oft am Ende ihrer Kräfte ist. Es ist so wichtig für jemanden, der am Boden liegt, dass da jemand da ist, dem das nicht egal ist, der eine helfende Hand ausstreckt. Und davon gibt es hier eine Menge. Das bedeutet den Menschen unendlich viel. Die Folgen der Dürre spüren aber nicht nur die privaten Haushalte. Porterville liegt mitten im 700 Kilometer langen Central Valley. Das kalifornische Längstal gilt als der Obst- und Gemüsegarten der USA. So findet etwa 80% der weltweiten Mandelproduktion hier statt. Harvey Bailey ist schon in der dritten Generation Obstbauer. So eine Trockenheit hat er noch nie erlebt. 11 Fußballfelder ist dieser Orangenhain groß, alle Bäume verdorrt. Ein Totalschaden von $400.000. Oft hilft dann nur noch der Bulldozer. Auch dieser Zitrushain war wegen des Wassermangels nicht mehr zu halten. Die umgerissenen Bäume werden bald geschreddert. Zweimal täglich fährt Bailey sein Land ab, um zu kontrollieren, ob die Brunnenpumpen überhaupt noch Wasser aus dem Grund holen können. In einem normalen Jahr würde hier so viel Wasser aus dem Rohr fließen, aber jetzt kommt nur so viel raus. Und das muss für dieses ganze Feld mit den jungen Bäumen reichen. Das alles hier? Genau. Und auch noch für die da hinten, das ganze riesige Feld mit den ausgewachsenen Orangenbäumen dort. Und, reicht das Wasser? Nein. Vielleicht, um sie gerade so am Leben zu halten. Da Kanäle und Flüsse ausgetrocknet sind, gibt es für die verzweifelten Landwirte nur eine Lösung. Im Golden State wird nach flüssigem Gold gebohrt, nicht nach Öl, sondern nach Wasser. Dennis Rhodes nimmt seit Wochen keine neuen Brunnenbohraufträge mehr an. Die Warteliste beträgt jetzt schon 2 Jahre. Immer tiefer zapfen sie das Grundwasser an. Der Pegel sinkt weiter. Immer mehr Brunnen versiegen. Das trifft die privaten Haushalte am härtesten, weil sich viele das nicht leisten können, tiefer zu bohren. Da sind im Prinzip zu viele Strohhalme, die alle aus demselben Glas trinken wollen. Ein Wettrennen nach unten. Aber klar, die Bauern müssen ihre Ernte retten. Sie kämpfen, um ihre Höfe in Betrieb zu halten. Auch Walnussfarmer J.R. Shannon lebt buchstäblich auf Pump. Er hatte das Bohrunternehmen bereits im vergangenen Jahr gebucht, weil sein alter Brunnen zu versanden drohte. Er weiß, die Ernte im gesamten Tal wird so mager ausfallen wie lange nicht mehr. Diese Dürre betrifft nicht nur uns Farmer, sondern Verbraucher weltweit, an die wir liefern. Wenn das Angebot durch die Trockenheit sinkt, werden die Preise steigen. Und ein großer Teil unserer Nahrung kommt eben von hier. Doch in Porterville ist das momentan nicht die Hauptsorge der Familien ohne Leitungswasser. Zwar liefern auch die Behörden Wasser an Betroffene, aber ohne die Hilfe von Freiwilligen wie Donna Johnson würde das vielen Familien vorne und hinten nicht reichen. An manchen Tagen ist Donna bis spät abends im Einsatz. Auch der Familie Beltran bringt sie regelmäßig frisches Wasser. Letztlich kann die Hilfe aber nur von oben kommen, in Form von Regen. Dafür beten sie jeden Abend, so wie alle hier im Tal. Ja, die Hoffnung ruht jetzt ganz bei El Niño. Seit einigen Wochen ist ja dieses Wetterphänomen wieder da, wenn auch schwach. Und es bringt warme Wassermassen auch an die kalifornische Westküste. Dadurch steigt mehr Feuchtigkeit auf, es bilden sich Wolken, die dann an den Bergen abregnen können. Das ist die Hoffnung, die man haben kann. Wasser spielt auch beim diesjährigen Nano Camp eine große Rolle. Unsere Nano-Nachwuchswissenschaftler können Meeresforschung betreiben. Noch könnt ihr euch bewerben. Wenn Forschung zum Abenteuer wird, das Nanocamp sticht im See und taucht unter. Es ist total interessant, wirklich direkt an der Wissenschaft dran zu sein. So viele unterschiedliche Charaktere. Juni 2015 in Warnemünde. Mach mit beim Nanocamp. Man kann viel erleben. Das ist einfach cool. Du bist zwischen 16 und 18. Bewirb dich jetzt. Ja, Bewerbungen bis zum 6. April über nano.de.
Carsten Kirbis muss sich nicht mehr bewerben. Er hat schon gewonnen, und zwar beim Nano-Rätsel. Gratulation und viel Freude mit der Dreisattasche. Hier kommt die Auflösung. Ich stehe in den Sternen, könnte man sagen. Richtig ist, Astronomen nutzen mich, um die Bewegungen von Sternen zu bestimmen. Das läuft über Lichtstrahlen und Rot- oder Blauverschiebung. Ja, krasse Physik. Auf der Erde gibt's mich auch. Bei bestimmten Geräuschen von Formel-1-Autos. Oder Krankenwagen. Hören Sie mal. Wird tiefer der Sound, ne? Das bin ich. Meinen Namen habe ich von meinem Entdecker, einem Österreicher. Der Christian hat nämlich Trompeter in einen Zug gesetzt. Dann ließ er sie spielen und dabei hin und her fahren. Musiker an der Strecke mussten dann die Tonhöhe bestimmen. Die verändere ich nämlich. Ich schiebe Töne vor mir her und drücke sie zusammen. Das macht sie höher. Ich kann sie aber auch auseinanderziehen, hinter mir her. Dann werden sie tiefer. Miau! Bei Licht geht das auch. Es wird dann rot bzw. blau. Die Sternenforscher wissen so, ob sich ein Stern auf sie zubewegt oder von ihnen weg. Na, haben Sie es rausbekommen? Ich bin der Doppler-Effekt. Ja, und das nächste Nano-Rätsel rast jetzt schon heran. Es wird schon ganz blau, so hat es Geschwindigkeit aufgenommen. Sind Sie bereit? Hier ist's, unser Nano-Rätsel. Mich gibt es an ganz vielen Orten auf der Welt. Hier mal höher, dort mal schneller, woanders wieder länger. Meine Kurven sind aus Holz oder Metall. Nicht unbedingt sexy, können aber trotzdem schwindelig machen. Mein Prinzip? Schwerkraft, Seile, Magneten. Der Vorgänger aus Russland funktionierte noch mit Eis. Ist aber schon lange her. Na, erraten Sie, wer ich bin? Natürlich tun Sie das. Schicken Sie Ihre Lösung an uns. Und zwar folgende Adresse: ZDF Dreisat, Kennwort Nano-Rätsel in 55 115 Mainz. Gerne können Sie uns eine E-Mail schicken, am besten über unsere Homepage nano.de. Und der Einsendeschluss ist der kommende Montag, der 23. März. So, und vielen Dank für Ihr reges Interesse diese Woche. Dann bis bald wieder. Bis Nano.